Passieren. Equal Vector Change. Aha. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Full Metal Alchemist Anspielung. Mit dem Equal Vector Change. Also halt wegen dem Equal Change, nicht wegen dem Vector. Obviously. Ja, ich glaube, das heißt, dass mein Dash in die falsche Richtung geht, oder? Ja, okay. Damit habe ich einen umgetreten. Oder damit habe ich einen Dash in eine andere Richtung. Das ist eigentlich eine echt geile Mechanik, ne? Muss ich jetzt dann doch mal so sagen. Und Dash. Nach oben. Reicht noch nicht ganz. Die Mechanik ist ja ist echt geil, muss ich sagen. Und das gibt einem leider auch... Das gibt einerseits einem komplett neue Möglichkeiten. Die Gegenseite ist auch... Ist nur dann... Das Spiel kriegt auch komplett neue Möglichkeiten, dich abzufacken. Und ob das so gut ist... ich weiß ja nicht. Wie habe ich gerade geschafft, an diesem Gegner vorbeizuschlagen? Ich meine, der ist wirklich mitten da drin. Das muss schon fast ein Talent sein. Das so zu treffen, dass ich den Gegner dann nicht mitschlag. War wahrscheinlich im Endeffekt irgendwie so pixel perfect, dass wenn man das so macht, aber. Ja. Die Stelle da verwirrt mich gerade, ehrlich gesagt. Ich muss ja nach oben schlagen, aber ich brauche irgendwie mehr Höhe, als ich sie bekomme. Könnte wirklich ganz, ganz knapp passen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, aber es könnte mega knapp passen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich bin halt nur eher schockiert, dass das hier das Level der hellen Welt und nicht das dunkle Weltlevel ist, weil... Ich meine, wo soll ich diese Höhe herbekommen? Entweder ich habe irgendwas an der Spielmechanik nicht verstanden oder... Ich bin einfach komplett verwirrt gerade. Oder wahrscheinlich beides. Weil irgendwie kriege ich nicht die Höhe, die ich brauche. Wieso auch immer. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt den... Okay, der geht immer noch nach unten. Das ist eine Sache, die ich gerade herausfinden wollte. So, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich... Ob der Move dann immer noch nach unten geht, die Antwort ist ja. Ich habe gerade vielleicht so gedacht, vielleicht katapultiert mich der Move nach oben. Ich meine, dann würde einiges mehr Sinn hier ergeben, aber scheint nicht. Aber ich frage mich hier halt auch eine Sache, ne? Wieso gibt mir das Spiel mit dem Gegner hier ein Dash Reset? Der gibt doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Wieso gibt mir das Spiel da ein Dash Reset? Ich brauche den da oben doch gar nicht. Ich meine, vielleicht brauche ich ihn und ich sehe es nicht, aber... What the hell, Spiel? Also, ich hole da meiner Meinung nach die maximale Höhe raus. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, aber... Ich spring maximal hoch, mach dann den Move. Geh wieder zurück. Aber irgendwie fehlen mir da trotzdem noch so ein paar Millimeter. Um dann gerade so da oben lang zu landen. Aber das Spiel sieht das anders. Ja, ich merke schon, dass das Spiel das anders sieht. Das ist so ein bisschen verwirrend, ich bin ehrlich. Weil ich sitze hier halt auch und denke mir, jo, was soll ich anders machen? Keine Ahnung.
Und ihr seht ja, wie knapp das manchmal ist. Es sind ja manchmal wirklich nur Millimeter, an den Star mangelt. An dem Punkt bin ich dann auch da und denke mir, okay, Spiel. Ich meine, ich könnte halt versuchen, noch einen Dash da einzubauen, aber der bringt mir halt nichts. Weil, sind wir jetzt mal ehrlich, ich habe ja nur diesen einen Dash nach oben. Ich habe da auch keine Möglichkeit, einen zweiten zu bekommen. Würde ich zumindest mal sagen. Wenn das Spiel mir noch eine Möglichkeit gibt, einen zweiten zu bekommen und ich weiß nichts davon, das wäre natürlich super. Aber Leute, seid mal gerade ganz ehrlich, bin ich gerade blind und übersehe irgendwas? Weil irgendwie kommt es mir halt so vor, ne? Aber ich weiß nicht, was ich hier übersehen könnte. Ich meine, hier ist nichts. Jo, gib mir den Dash einfach überhaupt nicht, ja? Warte, ich habe eine Idee. Was passiert eigentlich, wenn ich hier versuche, einen Double Dash zu machen? Okay, das passiert, wenn ich versuche, einen Double Dash zu machen. Da meint natürlich kein Mario Kart. Sondern wenn ich jetzt ganz zweimal sehr schnell hintereinander dash. Habt ihr gesehen, was passiert? Fliegt nämlich geradeaus in den Laserstrahl rein. Was jetzt, glaube ich, nicht so ganz mein Ziel ist. Ob ihr es glaubt oder nicht. Die Sache ist, ich habe halt hier noch die Pfeile. Es wäre gut zu wissen, ob ich den Sprung einfach nicht schaffe oder ob ich hier irgendeine Technik nicht verstehe, die ich hier praktisch anwenden muss. Aber wie gesagt, wenn ihr seht, wie ich hier weiterkommen kann, sagt mir hier an der Stelle Bescheid, weil ich bin komplett ratlos und würde versuchen, mich da einfach durchzuquetschen. Oh mein Gott. Leute. Es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht wie. Es hat funktioniert. Oh. Nice. Danke. Goddammit. Aber das hier sind auf jeden Fall ziemlich enge Sprünge. Hier von Dunkle Welt Level zu spielen wird nicht nice. Aber... das wird schon irgendwie klappen. Hoffe ich zumindest. Oh nein, ich habe meinen ganzen Time-Save verloren. Nein. Okay, meins hat funktioniert. Das ist ja schon mal... das ist nice. Aber wie gesagt, das, auch wenn mich die eine Stelle da gerade frustriert hat, ne, was man mit diesen Blöcken, also mit den umgedrehten Dashes alles machen kann, das ist schon verdammt nice. Also da kann man mir nichts anderes erzählen, beziehungsweise da kann man mir was anderes erzählen. Ich bin halt nur einfach nicht, ich werde nur einfach anderer Meinung, ne. Das größte Problem ist, und das seht ihr, glaube ich, und das habt ihr auch, glaube ich, selbst schon gesehen, ne? Dass man hier an manchen Stellen umdenken muss, ne? Was das Spiel draus macht, ist wirklich gut, das stimmt. Ich meine, auch wenn ich das Spiel an manchen Stellen schon fast dafür hasse, was es draus macht, das Konzept ist, kann man wohl kaum bestreiten, dass es sehr gut ist. Das prinzipielle Konzept hiervon.
Auch wenn ich so minim, auch wenn ich schon so ein bisschen verflucht, ne? Aber gehört dazu. Innerlich natürlich. Also, äußerlich würde ich hier nicht anfangen zu fluchen. Weil ich im Endeffekt genau weiß, dass es halt auch genau meine Schuld ist. Wenn ich hier nicht weiterkomme. Airshow Catastrophe. Oh nein. Was wird das hier? Oh nein. Ich bin schon zu dumm, das erste Ding einzusammeln. Also das ist schon mal ein super Anfang. Okay, das hier. Der Anfang ist schon mal sehr vielversprechend. Aber ich glaube, ich muss hier wirklich einfach nur Maximum Reach Sprung machen. Dann den. Dann den hier. Und dann kommt halt so ein bisschen was Fieses. Dadurch, dass ich halt einen dieser Rückwärtskristalle einsammeln muss. Und mein, um meinen Dash wieder zu bekommen. Dann wollte ich schwerer. Ja, das stimmt. Ich darf mich eigentlich nicht beschweren. Aber wie wir schon öfter in dem Stream-Projekt hier festgehalten haben. Ich bin Deutscher, irgendwo muss ich mich ja beschweren. Auch wenn ich genau das bekomme, was ich verlangen kann. Also bitte. Ist das dieses ultimative Meatball-Spiel? Gefühlt ja. Und hey Toda, wie geht's? Lang nicht mehr von dir gehört. Ich meine, ich sehe zwar ständig, dass du auf Discord irgendwelches Zeug spielst, aber ich würde sagen, das sagt nur darüber was aus, welche Person im Moment zockt. Keine Kritik ist Lob genug, das stimmt. Ja, ich kann mich nicht beschweren. Bei mir ist alles super. Also ist der Tag heute. Und auch sonst läuft es eigentlich momentan. Also alles gut. Und auch Hi Kengu, wie geht's? Zufall, dass ihr beide hier aufkreuzt? Ich denke mal ja, aber. Weil ich wüsste zumindest nicht, dass ihr beide euch kennt. Ich werde hier dann weiterhin versuchen, hier dran zu verzweifeln. Alles Schicksal. Okay, gut zu wissen. Es gibt keine Zufälle. Was sagst du? Ja, das kann man so sehen, wie man will. Ich finde generell so Konzept von Zufall ist eigentlich schon eine interessante Sache. Also was man Zufall denn jetzt genau sieht. Ich weiß nicht, ob du jetzt da mit der Aussage so eine halbphilosophische Diskussion losstoßen wolltest, weil jetzt ist es zu spät. Nein. Du siehst auf Discord spielen. Ja, ist. Da sieht man halt öfters mal, wenn du ein Game startest, ne? Wie zur Hölle soll ich das hinbekommen? So. Also, Zufall. Ja. Manchmal denkt man halt wirklich, dass manche Sachen kein Zufall sein können. Auch wenn es im Endeffekt zufällige Sachen waren. Gerade die Geschichte, wie man Leute kennenlernt, was oft auch einfach sich nach Zufall anhört. Oder was oft Zufall ist, dann will man manchmal sagen, oh, ich verstehe mich mit der Person so gut. Das kann auch kein Zufall gewesen sein, dass das so passiert ist. So zum Beispiel mit meinen beiden Ex-Freundinnen, bei denen ich die Begegnung auch als eher zufällig ansehen würde. Ist Super Meat Boy nicht dieses Spiel, das Indie-Spiele revolutioniert hat? Ja, so ziemlich. Und Super Meat Boy Forever ist der Nachfolger. Und wie man sieht, das ist ein Autorunner. Und Super Meat Boy war halt einfach nur ein stinknormaler Plattformer. Naja, was ja stinknormal ist, war immer noch. Wie gesagt, ein Spiel, das Indie-Spielen zu dem gemacht haben, was sie heute sind, mehr oder weniger.
Also wie ist der letzte? Ja, ungefähr. Was muss man da eigentlich machen? Durch Level kommen, nicht sterben. Das war's. Ich weiß, was ich sonst kurz dazu sagen soll. Durch Level kommen und nicht sterben. Und irgendwie habe ich gerade Probleme damit. Nee, an der Stelle explizit. Also du siehst ja diese Kristalle. Der eine Kristall, also ich kann ja generell einen Kick machen, also einen vertikalen Kick, bevor ich sterbe. Und mit den Kristallen, wenn ich die einsammle, kriege ich einen zusätzlichen Kick. Der Clou bei den Kristallen ist nur, ich bekomme den Kick in die Richtung, in die die Kristalle angeben. Das ist so ein kleines Problem bei denen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich die gelben Kristalle da meiden soll, weil mich zurückwerfen. Oder ob ich die sogar tatsächlich brauche. Und wie man hier sieht, das ist alles sehr eng. Aber wie zur Hölle kommt man da durch? Versuche ich auch noch herauszufinden. Um ehrlich zu sein. Weil ich denke mir halt eigentlich, ich würde hier so Sprünge so am Maximum der Reach machen, die ich habe. Deswegen denke ich mir auch gerade so, wie zur Hölle komme ich hier durch? Oh, warte, ich weiß wie. Ich glaube, ich weiß wie. Mag dein Hintergrund, sieht aus wie Pit aus Kid Icarus am Bildschirmrand. Warte, welchen Hintergrund meinst du? Den hier, warte. Den hier. Ich glaube, ich zeige mit dem Finger drauf. Über mir. Ach, das ist über mir. Das ist, warte. Sieht man vielleicht, wenn ich kurz einschmier. Eine Figur. Das ist der Perfect Wild Amiibo. Ich weiß nicht, wie gut man sieht. Man sieht es nicht gut. Hier. Perfect Wild. Ja, gut. Ja doch, ich halte es gerade mit Verzögerung rein, das ist ziemlich schwierig. So, das ist der Link. Und dann geht das ja Xenoblade. Yes, Xenoblade. Vielleicht das nicht. Jetzt sollte die Kamera mal wieder nach links gehen. Ich bin ein Xenoblade-Fan, yes. Ich kann sagen, von dem Franchise Xenoblade an sich und nicht jetzt von Xenogears oder sowas, Fan der ersten Stunde sogar. Dieses goldene. Oh, warte. Wenn ich gerade schon dabei bin. Passend zu meinem T-Shirt. Hyrule Historia. Oh, warte, sieht man gerade nicht richtig. Da. Voll gut, ja, das, was man sich halt so über die Jahre ansammelt, um es mal so zu sagen. Bin auch Xenoblade-Fan seit der ersten Stunde, ne? Das habe ich gar nicht gewusst, tatsächlich. Ich habe wirklich nicht gewusst, das wundert mich gerade auch ein bisschen. Also, was heißt erste Stunde? Ich habe es halt damals, 2013, glaube ich, gespielt. Weiß nicht mal genau, welches Jahr es war. Auf jeden Fall, ich war noch in der Schule. Ich glaube, ich war auch noch nicht in der Oberstufe. Das heißt, ja, 2013 oder 14? 12, 13, 14, irgendwann dann. Ist ja prinzipiell, denke ich, auch nicht wichtig, in welchem Jahr das jetzt genau war von dem, oder? Da war ich von dem Spiel sehr begeistert. Ich habe in Xenoblade 2, Anführungszeichen, leider nur... Was jetzt auch leider, das heißt leider nur 170 Stunden. Ist nicht mal mein meistgezocktes Spiel auf der Switch. Mein meistgezocktes Spiel auf der Switch ist irgendwie, keine Ahnung, ob ich das traurig finden soll, ist Mario Kart 8. War für 2 Jahre dein Lieblingsspiel. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, was ist jetzt dein Lieblingsspiel? Ich meine, wenn du das schon so sagst. Von Persona 5 Royal, okay. Das ergibt dann natürlich Sinn. Persona-Reihe. Ich meine, ich würde mir die gerne mal ansehen, aber
Ich weiß nicht. Zeit. Zeit ist da echt so eine Sache. Ich glaube, ich verstehe gerade zumindest, wie ich hier weiterkomme. Weil zumindest meine Idee, ich gehe gerade mal wieder auf Gameplay ein, ist, wenn ich hier in dem Spiel, also wenn ich hier den einen Rückkristall einsetze und dann noch einen und dann den anderen Rückkristall einsammle, mit dem ich dann nochmal in die andere Richtung und somit in die richtige Richtung gehen kann. Glaube ich, meine Idee. Engspeechen Switch hast du in Splatoon dann Mario Kart, ja gut. Oh, ich bin bei beste Entscheidung des Lebens. Na dann. Ich hatte sowieso vor, mir irgendwann mal zu kaufen und dann zu spielen. Ja gut, das funktioniert sogar so. Ich darf nicht zu nicht verpeilt sein und die falsche Taste drücken, die ich gerade gemacht habe. Ja, wie gesagt, Persona, Shin Megami Tensei und der ganze Spaß. Ich hab's auf dem Schirm, aber das war's leider auch. Vom Spin-Off für Switch, PC und PS4. Ah, okay. Gar nicht gewusst, dass Persona Spin-Off hat. Was irgendwie auch ironisch ist, weil Persona ja eigentlich ein Spin-Off von Shin Megami Tensei ist. Persona 5 Strikers. Vielleicht bin ich da von Mario Strikers, bringe mich da gerade auf eine falsche Fährte. Aber ist das ein Fußballspiel? Ja, es gibt auch Persona 3, 4, 5 auch den. Ah, okay. Handspiel. Okay. Nee, ist eine Art Warriors Game. Ah, okay. Ich meine, das wäre arg random, wenn dann so Persona Game auf einmal so, ja, wir machen ein Fußballspiel draus. Wait, what? Nur mit eigenen Dingen. Also so wie Ivo Warriors, das neue Age of Calamity. So ähnlich vermutlich. Wie spielt ein Jahr nach Persona 5? Ich kenne die Handlung nicht, also kann man mir darüber viel erzählen. Aber sag mir zumindest, dass einige Sachen da vermutlich so ähnlich konzipiert sein werden wie in Hyrule Warriors Age of Calamity. Also das ist eine Story-Relevanz, aber prinzipiell Warriors Gameplay. Ich meine, dass es ja prinzipiell auch nicht schlecht ist. Und ich stelle mich gerade hier eigentlich dümmer an, als ich sollte. Eigentlich ist dieser Part gar nicht mal so kompliziert. Was war das für eine Frage, habe ich nicht ganz mitbekommen. Ob das dann so ähnlich sein wird, wie zum Beispiel bei Age of Calamity, jetzt bei Hyrule Warriors. Ach, komm schon. Ihr habt's auch gesehen, Leute, oder? Hat Zentimeter haben gefehlt. Deswegen, das wird, glaube ich, ganz... Das kann ich mir tatsächlich echt nett vorstellen für die Leute. Game hat bis jetzt nur einen Trailer. Ah, okay. Obwohl ich ja sagen muss, ich bin von dem Warriors Gameplay, zumindest bei Age of Calamity, hat es mich nicht so ganz abgeholt. Ich meine, ich gehe auch nicht davon aus, dass ich das Spiel immer spielen werde, aber... Mir ist halt aufgefallen, ich bin nicht so der Fan von Warriors Gameplay. Das Spiel kam schon im März in Japan raus. Okay. So. Spiel verwirrt mich. Kann das Spiel aufhören, mich bitte zu verwirren? Danke. Ich meine, ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo ich hin soll, aber davon genug. Ich meine, ich glaube, ich weiß, was ich... Obwohl, was passiert eigentlich, wenn ich hier unten lang gehe? Soll ich vielleicht hier unten lang? Nein, hier unten lang zu gehen, ergibt keinen Sinn. Hier gibt gefühlt gar nichts, was ich machen könnte. Das ist so ein bisschen ein Problem gerade.
What the fuck? Ne. Jetzt. Ich meine, ich habe eine Idee, was das Spiel von mir will, aber mehr als eine Idee ist das auch nicht. Ich glaube nämlich, dass das Spiel will, dass ich einmal hier im Kreis gehe aus irgendwelchen Gründen und dass ich dann erst weiter nach oben kann, was irgendwie auch nicht viel Sinn ergibt, aber es ist irgendwie gerade das Sinnvollste, was mir einfällt, weil ihr seht ja selbst, was hier passiert und what the hell? Dann mach mal brav, was das Spiel will. In einem Spiel mit so viel Kreissägen habe ich leider nicht eine andere Wahl, muss ich sagen. So viel Kreissägen, Abgrund, Tod und Verderben. Nee, dass das Spiel auf mich wirft. Ich meine, ihr seht es ja selbst, ne? Aber vermutlich gibt es hier einen eindeutigen Weg, den ich noch gerade nicht sehe, aber ich sehe gerade halt, wüsste halt gerade auch nicht, was hier der andere Weg sein sollte, den man gehen könnte. Ich meine, klar, ich könnte wieder versuchen, hier unten lang zu gehen. Aber nein, dann hätte ich irgendwie eine Richtung, die mir nichts bringt. Oh, warte, ich habe eine Idee, Leute. Die könnte funktionieren. Nämlich folgende. Ich schwing mich hier hoch. Hol den Boost hier. Aber benutze den erst hinter dem anderen. Also hinter dem hier. Booste mich mit dem. Okay, ich habe gemerkt, mein Plan hat Lücken. Mein Plan hat eindeutig Lücken. Yes, es hat funktioniert. Ich weiß zwar nicht, was ich da genau getan habe, aber es hat funktioniert. Yay, I guess. Wie soll ich dafür böse sein? Im Stream irgendwas spielen zu wollen, ich meine. Das ist jetzt wirklich nichts Verwerfliches. Finde ich zumindest. Ich meine, wenn Leute lurken wollen, wenn. Neben dem Stream sind, werden sie was selbst spielen, dann. Super kriminell. Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich will niemandem was vorschreiben. Ich meine, im Endeffekt hat man dann sonst, wenn man das Leuten vorschreibt, Leute, die es machen, die es trotzdem machen, und halt ab und zu mal was im Chat schreiben, damit ja nicht der Gedanke aufkommt, dass man ja irgendwas anderes machen könnte. Wo sie es dann trotzdem machen und dann haben die Leute ein schlechtes Gewissen, wo sie eigentlich kein schlechtes Gewissen haben, brauchen. Was eigentlich komplett unnötig ist. Nur weil man im Stream ist, dann nebenbei was zu zocken, schlechtes Gewissen zu haben. Ich bin da eigentlich recht, ja. Da habe ich so die klassische Philosophie leben und leben lassen. Leben ist schon anstrengend. 7 hat schon genug Höhen, da muss man nicht da noch irgendwie sowas in der Richtung sagen. Und ich habe gerade gesehen, die Stelle, an der ich schon in dem Lichtschwertlevel gerade gestruggelt habe. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ne? Aber die Stelle ist hier einfach nochmal höher. Wo ich da sitze und mir denke, what the fuck will das Spiel da von mir? Das schaffe ich doch niemals im Leben. Man, seht euch das an. Oh ne, warte, ich weiß wie. Ich bin verpeilt. Natürlich, das ist sogar einfacher als in der hellen Welt, würde ich mal so behaupten. Weil ich jetzt gesehen habe, was ich da tun muss. Ich krieg da ja einen neuen Kristall. Und dadurch, dass ich da einen neuen Kristall bekomme, ist eigentlich ganz easy dadurch, dass ich mich einfach wieder an die Wand begeben kann. Nämlich, okay, sollte vielleicht
auch nach dem Abspringen nochmal dashen. Hab gehört, das soll ganz praktisch sein. Teamfight 2 habe ich auch dreimal durchgespielt. Zweimal New Game Plus. Muss halt sagen, das New Game Plus habe ich mir nicht angetan vom Spiel. Die war so super. Es ist auch gut. Ich meine, das Einzige, was mich am Spiel stört, sind so diese Hardcore-Klischee-Anime-Szenen. Ich meine, jeder, der das Spiel gespielt hat oder Teil oder Ausschnitte davon, teilweise auch wortwörtlich, gesehen hat, der weiß genau, was ich meine. New Game Plus kriegt also viel Bonus-Content, ja. Also man bekommt halt einige gute Klingen. Deswegen, ja, ne? Ich meine, das waren irgendwie so Szenen, wo ich mir gedacht habe, wieso sind die da drin, die Story? Die Story mag ich so schon so sehr, aber naja. Du brauchst das Mika, das ging okay, verständlich. War auch ein guter Charakter, muss man sagen. Weil Jin playable ist. Aber man muss halt sagen, die generell Torna DLC super schön. Finde ich eigentlich noch fast besser als das Base Game, einfach weil das Kampfsystem in Torna DLC so geil war. Das hat mir wesentlich besser gefallen als das Kampfsystem vom Hauptspiel. Muss auch sagen, ist bis heute eines meiner Lieblings-DLCs. Wenn die Story jetzt nicht so mega lang ist, aber... Oh, und die Musik. Die Musik und die Landschaften vom DLC sind auch... Jo, gehören... Sind, würde ich sagen, auch tendenziell sogar noch ein bisschen stärker als das Hauptspiel. Es hat halt nur keine so eine... Es hat halt nur keine so eine ausufernde Story, weil... Das ist die Vorgeschichte. Dementsprechend, ja, ne? Torna Battle Theme, ja. Oder das Theme von der Wüste. Ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Aber das Theme von der einen Wüste da. So gut. Und auch ansonsten war da alles sehr solide. Aber man muss auch sagen, das Hauptspiel hat einen schon sehr darauf gedessert, das kann sein. Aber man muss auch sagen, das Hauptspiel hatte einen schon sehr darauf geteased, was da jetzt eigentlich genau vor wie viele Jahren es waren? 500 passiert ist. Weil irgendwie ständig darauf Referenzen gemacht wurden. 500, ja. Ja, dass ich das alles gespielt habe, ist schon eine Weile her, deswegen. War zum Release. Und ich komme meistens nicht dazu, Spiele ein zweites Mal zu spielen, was schade ist. Aber so ist das nun mal. Und langsam könnte ich die Stelle da auch mal schaffen. Ich meine, ich war einmal kurz davor. Das Problem ist, wenn ich hier mal durch bin, ist, dass die Vögel da immer noch im Weg sind. Das ist so ein kleines Problem hier an der Stelle. Man sieht ja schon, dass die Vögel da sind, die sind halt schon super nervig platziert. Ich meine, vor allem der linke. Ich meine, wieso sollte man den da so platzieren? Das ist einfach nur fies. Weil man kann den da nicht wirklich wegtreten, weil man müsste praktisch direkt von der Wand aus den Tritt ansetzen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Verdammt, wie habe ich den Kristall eigentlich eingesammelt? Spiel zum Release gekauft und auch eine Stunde in Ergänzung verbracht und dann ist ein Jahr später weitergespielt. Innerhalb von 3 Wochen durch. Das Spiel innerhalb von 3 Wochen durchzuspielen, das ist eine Leistung, wenn man mal überlegt, dass die meisten Leute beim Durchspielen so, ja, mindestens 60 Stunden brauchen. Wenn man keine Nebenquests macht. Dass das Spiel... Du hast nur das Spiel gespielt. Ja gut, dann geht's. Ersten Playthrough 90 Stunden. Bei mir waren es, glaube ich, knapp über 100. Genauso wie bei meinem ersten Xenoblade 1 Playthrough, by the way, auch knapp 100. Im Stream ging das dann doch ein bisschen zügiger mit dem... Ich glaube, es waren 60 Stunden, die ich Xenoblade gespielt habe, als Xenoblade 1 im Stream.
Man muss halt auch sagen, ich hab's durchgespielt, ja, aber ich will das auch irgendwann mal noch wieder weiterspielen, um die Kolonie 6 nochmal komplett aufzubauen. Um auch mal die Nebenquests zu machen, die ein bisschen mehr reinballern. Und ich habe auch immer noch nicht die Erweiterung gespielt. Also, dass die Bayonne Schulter gespielt, leider. Keine Ahnung, ich bin da halt so ein bisschen im Zwiespalt, weil ich habe als Xenoblade on-stream angefangen. Und es hat nicht so, es hat meine Viewerzahlen, sagen wir jetzt mal, so in den Keller stürzen lassen. Aber die Sache ist, ich habe eigentlich Lust, die Bonus-Story zu spielen, ne? Also den Epilog. Dann sehe ich dann auch so und denke mir, boah, dann wird mir auch keiner zuschauen und so. Sowas, das ist so der Struggle ein bisschen, weil ich würde es gerne spielen, aber ich weiß dann genau, dass ich damit meine Viewerzahlen torpediere. Und vielleicht soll es mir egal sein. Es sollte mir eigentlich egal sein. Das weiß ich auch. Aber irgendwie kann ich nicht das komplett ignorieren. Weil das ja auch indirekt sagt, dass es einige Leute gibt, die das nicht sehen wollen. Da gibt's halt auch keine. Da gibt's halt auch kein richtig und falsch, würde ich mal so behaupten, ne? Okay, das hier wird ein bisschen. Ich muss hier gefühlt einfach nur mein Dash spammen. Ja. Muss man halt echt nur. Du, was du tun möchtest. Okay. Zu dem Punkt einfach nur mein Dash durchspammen. Das sollte ich hinbekommen. Irgendwie. Also ist halt schon so ein bisschen ein Struggle, den ich hab. Ich weiß auch nicht, wie nachvollziehbar das ist, weil einerseits würde ich halt schon sagen, so, ja, dann spiele ich halt offline, aber dann ist es auch wieder blöd, weil ich habe ja on-stream angefangen, das dann offline zu machen wäre auch blöd. Meine dritte Alternative wäre es einfach so aufzunehmen und auf YouTube hochzuladen, aber ob das dann so das Wahre ist, ich weiß nicht. Er ist so gefühlt, wie man es macht, das hat seine Vor- und Nachteile. Um ehrlich zu sein. Das hat doch gerade so wunderbar geklappt. Wieso jetzt nicht? Deswegen hört sich verblöd an, aber ich weiß selbst nicht, was ich da tun will. Ob ich für mich selbst dann spielen will oder. Wo ich mich am wohlsten fühle, ja. Wie gesagt, ist nicht das einfachste Thema. Irgendwie, wieso kriege ich deinen Rhythmus jetzt nicht mehr hin? Weil so komplett durchspammen ist es hier natürlich auch nicht, wie man merkt, ne? Gerade habe ich einfach nur gedrückt, ohne groß drüber nachzudenken und es hat funktioniert. Ja, kommt schon. Ich habe den Dash zu früh gemacht. War gerade der letzte Dash hier. Ich glaube, den kann ich vielleicht noch ein bisschen besser hinauszögern. Soll ich mal probieren. Also hier, zack, zack. Oder ich verreck wieder an der Ecke. Irgendwie denke ich mir gerade so, sie kann doch eigentlich nicht so kompliziert sein, oder? Ist es vermutlich auch nicht. Aber irgendwie will's trotzdem nicht ganz.
Und am Ende muss ich, glaube ich, einen schnellen Double Dash machen. Ich weiß nicht, ich will es immer Double Dash wegen dem Mario Kart Spiel nennen. Also jetzt hier. Weil das Problem am Ende, ich meine, vielleicht erkennt ihr es ja. Ich muss ja in den, um den Kristall zu aktivieren, erstmal in den Reihen dashen. Das Problem daran ist, wenn ich in den Kristall rein dash, dann dash ich in die falsche Richtung. Und der Kristall gibt mir erst die richtige Richtung, die ich brauche. Das heißt, ich muss dann ziemlich schnell einen doppelten Dash machen, in etwa so. Nur ich brauche ein bisschen mehr Höhe, wie man da gerade gesehen hat, weil so habe ich mich im Endeffekt nur zurück an die Plattform gedasht, was jetzt nicht, wie man sich vorstellen kann, nicht das Ziel ist, wenn man Level weiterkommen will, wenn man einfach nur dahin geht, wo man vorher eh schon war. Also habe ich mal zumindest so gehört, dass es praktisch sein soll, wenn man weiterkommen will, dann auch tatsächlich weiter zu gehen, aber ich hab das gerade. Ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das Lava-Lampen im Hintergrund sein sollen oder irgendwelche grünen Viecher, die man in Gefäßen eingesperrt hat. Vermutlich eine Mischung aus beidem. Ich meine, es ist immerhin ein Labor. Endlich mal aufnehmen. Ah, alles klar. Ich werde halt jetzt nur nicht instant antworten, aber warum nicht? Klar, verständlich, ja. Ich meine, ich habe es gerade aufploppen sehen, aber da ich das, dass ich jetzt momentan über die Switch spiele, kann ich das halt schlecht in einem Mausklick erledigen. Ha, geht doch. What the fuck? Vor ein paar Tagen auch eine andere Liebe für dich entdeckt. Dark Souls 2. Gutes Spiel auf jeden Fall. Dark Souls 2 ist echt ein schönes Spiel. Ich meine, ist es mein Lieblings-Dark Souls? Vermutlich nicht. Aber es ist ein schönes Spiel. Aha. Verdammt. Irgendwie, ich denke mal, dass man das hier tun soll, aber um dann wieder zurück in die Richtung zu kommen. Aber da fehlt mir ein bisschen an Höhe, glaube ich. Hätte mich auch gewundert, nachdem du es versehentlich durchgespielt hast. Ja. True that, Murphy, true that. Das ist, ja. Und für den Kontext, ich habe beim letzten Boss in Dark Souls 2 nicht gecheckt, dass der letzte Boss ist. Und da kamen die GGs rein und ich habe da so gedacht, hä, wieso so viele GGs? Das war nur normaler Boss und dann war es der letzte. Ich meine, es kann passieren, denke ich. Aber mir ist halt on-stream passiert, was die ganze Sache ein bisschen unangenehm gemacht hat. Jetzt hier auch gespielt? Leider nein. Ich hab das nicht. Aber mir läuft gerade. Aber ich bin mal kurz weg jetzt für einen Moment. Und dann bis gleich.